Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Unboxing und zwar geht es um die Juni-Version von der Fairy Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in diese tierversuchsfreie Naturkosmetik-Beauty-Box reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist eine Box, die mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Fairy Boxen-Team. Sie kostet 19,90 € pro Box und pro Monat. Und weil es eine Kooperation ist, verlose ich in diesem Video einfach mal was, und zwar ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal rein. Ja, das ist eine schöne Beauty-Box, denn die riecht jetzt erstmal schon mal voll krass nach Minze. Das ist so krass. Ich hänge hier da so neben, auch eben schon mal im Thumbnail, und habe mir gedacht, okay, man riecht da auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Inhalt, ne? Ich finde die ziemlich cool. Ich finde die auch sehr nachhaltig gestaltet und das ist einfach eine etwas andere Form der Beautybox. Die sieht auch so ein bisschen aus wie eine Milchpackung, ne? Ich finde das immer ziemlich cool und sie ist irgendwie ist die anders und das finde ich ganz süß von ihr. Wir haben hier immer dieses Vögelchen drauf, das finde ich sympathisch, also dieses Logo, ne? Und ja, dann hängt hier auch immer so ein bisschen das Flyer-Ding mit ab. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Fairy Box. Fühl dich gut und tue Gutes. In der Fairy Box haben wir für dich das Beste an reiner, hochwertiger Naturkosmetik für Gesicht, Haare und Körper zusammengestellt. Und wir haben hier auch so 5 Beauty-Produkte dann drin enthalten. Und ich glaube, ein Wert von mindestens 50 € ist hier auch immer mit drin. Das finde ich ziemlich cool. Und jetzt möchte ich reingucken. Ich liebe diese Verpackung. Ich finde das so hübsch. Das ist einfach irgendwie was anderes. Ich kann das auch immer super weiterverwenden als Geschenkverpackung, ne? Ich finde es total süß. Und ja, jetzt klappe ich das einfach mal auf. Wir haben hier oben auch immer dann drauf diese Maischips. Die kannst du irgendwie auch über die Biomülltonne oder so entsorgen, weil es aus Maisstärke besteht. Maisstärke und Wasser. Über Biotonne oder den Kompost. Jo, ich verwende die aber so oder so immer weiter. Weil von hier wird ja immer relativ viel versendet, ne? Ihr kriegt das ja auch immer mit, dass ich recht viele Verlosungen mache. Jetzt wühle ich einfach mal so ein bisschen und ziehe jetzt einfach irgendwas mal raus. Ach, guck mal, haben wir hier was zu trinken drin. Das ist Natomi Kokos Cuisine. Laktosefrei, glutenfrei, bio, vegan, organic. Aber das ist doch nicht nur so ein kleines Trinkpäckchen, oder? Weiß ich nicht. Unsere vegane Kochcreme, siehst du? So was ist das nämlich. 200 ml haben wir hier drin enthalten. Das schaut immer so aus, finde ich ganz süß gemacht, ne? Also sowas habe ich schon mal als Mandelmilch gehabt. Und jetzt als Kokosmilch. Das ist natürlich auch interessant. Wir kochen jetzt recht selten irgendwie asiatisch oder indisch oder so. Das ist nicht so ganz so unsere Welt. Aber mal gucken. Vielleicht lässt sich das ja wohl irgendwie mal integrieren. Ich weiß nicht, schreibt mir mal gerne irgendwie, ob ihr wisst, wo man das so integrieren könnt. Hier steht auch Suppen, Currys, Dessert, aber vielleicht habt ihr ja irgendwie eine Idee für ein leckeres Rezept, ne? Also wir sind eigentlich eher so italienisch unterwegs oder halt so deutsche Küche halt, ne? So ganz klassisch. Schreibt mir das gerne mal. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Tipps und Tricks, dann können wir das mal verwenden. Dann habe ich hier so eine kleine Ampulle. Acido Laluronico. Okay, was ist da drin? Ah, Sodiumhyaluronate, das ist bestimmt hier Hyaluronsäure, La Saponaria ist die Marke. 30 ml haben wir hier drin, das ist dann wahrscheinlich ein Hyaluronsäure-Serum, was dann ja auch einfach so anti-aging-mäßig ist und Feuchtigkeit spenden und so, aber das lasse ich mir jetzt mal von dem Flyer erklären, der weiß das besser als meine Mutmaßung. Diese Hyaluronsäure unterschiedlichen Molekulargewichts wurde durch Biofermentation gewonnen, wirkt aufpolsternd und feuchtigkeitsspendend. Siehst du wohl? Der Anteil an sehr niedrigem Molekulargewicht kann tief in die Hautschichten eindringen und sorgt für einen aufpolsternden, glättenden Effekt, während die Hyaluronsäure mittleren und hohen Molekulargewichts intensive Feuchtigkeitspflege gewährleistet. Direkt aus Italien. Ja, super. Genau, und das kannst du halt wie ein Serum verwenden, ne? In der Haut einmassieren und dann hast du Spaß. Finde ich gut, sowas halt einfach nach dem Toner verwenden und vor der Creme. Interessant finde ich halt einfach, dass du hier eine... Wirklich, ich habe gerade so reingedrückt, ne? Das ist eine Plastikverpackung.
Hätte ich jetzt nicht erwartet. Also ich hätte jetzt erwartet, dass das irgendwie Glas ist, ehrlich gesagt. Aber gut, ja, interessant, ne? Hyaluronsäure kann man immer gut gebrauchen. Und dann habe ich hier ein bisschen was zu lesen mit dabei. Da muss ich mal gucken. Von Pieri Cosmetics habe ich hier so einen Flyer. Mal gucken, ob wir da gleich was in der Box drin haben. Luvos Heilerde hat hier auch noch eine Maske reingepackt. Hydromaske. Spendet nachweislich intensive Feuchtigkeit mit Algen, Meerwasserextrakt und naturreiner Heilerde. Bestätigte Wirksamkeit. Da hast du so ein Zweier-Sachet. Das finde ich cool. Ist eine Crememaske, ne? Und ja, kann man dann so morgens, während man so Zähne putzt, einfach einwirken lassen. Das finde ich immer ganz praktisch. Schön. Luvos Heilerde ist auch wirklich eine sehr, sehr gute hautverträgliche Geschichte. Und da würde ich auch relativ krass meine Hand für ins Feuer legen, dass ich das auch aktuell verwenden darf. Weil ich darf jetzt ja sowas, was ich jetzt hier in dem Video gezeigt habe, ne, auch aktuell nicht verwenden. Ich glaube, so auf den ersten Blick sieht das doch gut aus, ne? Cool. So, ich arbeite mich weiter fort. Ich habe hier so ein Döschen drin. Sol de Ibiza Protection Solaire Naturel 100 ml. Gesicht und Körper, Enfant et Adulte, also quasi Kinder und Erwachsene, Lichtschutzfaktor 30, ja, fürs Gesicht bräuchte ich schon 50, für den Körper kann ich 30 nehmen, mit Aloe Vera, aber das ist jetzt, ne, will ich jetzt erstmal so zeigen, das ist so ein Metallvieh, das finde ich sehr interessant, das will ich mir jetzt auch angucken. Ja, das muss man innerhalb von 12 Monaten aufbrauchen. Ach komm, diesen Sommer schaffe ich das wohl, der Sommer ist ja noch nicht da. Und so viele Sommerprodukte habe ich noch gar nicht geöffnet. Ach, krass. Riecht das so? Das riecht minzig. Das ist total aufregend, Leute. Und das ist fest. Das sieht aus wie ein Abschminkbalsam. Okay. Okay. Also, ja. Man kennt das ja normalerweise so löffelweise und so, ne? Dass man sich dann Lichtschutzfaktor aufträgt. Bin ich sehr gespannt, wie das so mit der Haut funktioniert. Ist sehr reichhaltig, also sehr dick. Für mich gut, weil ich sehr trockene Haut habe. Ich glaube, bis man sich damit eingeschmiert hat, dauert das eine ganze Weile. Ja, mache ich mit dem Spatel mir dann raus oder mit dem Fingernagel, wie ich gerade so drauf bin, ne? Werdet ihr dann mal im Aufgebrauch-Video sehen, aber sowas finde ich aufregend, ne? Finde ich cool. Riecht halt echt interessant, minzig. Okay, hat aber auch noch irgendwie was Shea-Butter-mäßiges oder so mit dabei. Dann habe ich hier das nächste. Hä? Mit einem Gummiband drumzug? Seifein. Eine Seifein-Seife wahrscheinlich. Cool. Deine Haut, was ist das? Wir lieben, also das ist das Produkt, ne? Es ist in so einer schwarzen Verpackung. Wir lieben, was wir machen. Handgesiedelte Naturseifen. Ja, das riecht so. Lecco mio, das riecht nach Sauna mit Minzaufguss. Krasses Pferd, aber auch limonig. Wow. Die Natur und deine Haut sagen danke, ohne Palmöl und so weiter. Zwischen 105 und 120 Gramm frische Gewicht. Das MHD muss angegeben werden. Durch den Verseifungsprozess wird die Seife aber viel länger haltbar. Seifen halten viele Jahre, verlieren nur an Duft, wenn sie sehr lange liegen. Ja, das ist halt dieses typische, mindestens haltbar bis, ist nicht tödlich ab. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Ja gut, das ist einfach eine Seife. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das dann für den Körper verwende oder ob ich das dann tatsächlich für Pinselwaschen oder so nehme. Meistens gebe ich mir das dann tatsächlich als Seife, die ich mir dann so in eine Seifenschale lege, ne? Das ist 007 gerührt und nicht geschüttelt Seife. Sowas finde ich schon wieder witzig. Okay. Okay, okay. Ja, okay. Das ist halt echt so ein Stück, ne? Aber sowas finde ich auch schon wieder aufregend. Alter, riecht dir das ganze Badezimmer nach, wie geil. Und da siehst du halt auch wirklich, dass es so handgefertigt ist und nicht so ein, ja, Industrieprodukt, was vom Band kommt, ne? Wow. Ah, der Duft, da musst du dich dran gewöhnen, ne? Also fürs Gesicht würde ich die nicht nehmen. Das wäre mir zu intensiv, aber dafür bin ich halt eher so Anti-Limone und Anti-Minze im Gesicht. Das ist nicht so ganz meine Welt. Aber cool, kommt auf jeden Fall bei mir in die Backup-Geschichte. Dann riecht auch hier der ganze Raum danach. Kriegen wir hin. So, jetzt gehen die Maisflips, das letzte Produkt, glaube ich, frei, oder? Ich gucke jetzt hier nochmal kurz in mein Vieh. Das haben wir, das haben wir, das liegt jetzt vor mir, das haben wir, das haben wir, genau. Dann habe ich, warte, und das haben wir, genau. Dann habe ich hier nämlich das letzte Produkt. Ich habe ansonsten öfters das Problem, dass ich Produkte in der Box
vergesse rauszunehmen. Von Perifee, das ist ja das, wo wir den Flyer eben von hatten, sind hier so drei Viecher drin. My First Make-up. Das sieht so aus, als wäre das für Kinder. Also keine Ahnung, ist das irgendwie so Fingerfarbe oder sowas? Perifee Naturkosmetik für natürlich schöne Kinder. Ernsthaft? Ich weiß nicht. Lip Balm in Shimmering White, Eyeshadow in Blue Eyes und Rouge in Shimmering Pink. Warum für natürlich schöne Kinder? Nur für Kinder ab 3 Jahren? Okay. Also, ja. Irgendwo verstehe ich das, aber Naturkosmetik für Kinder. Kinderkosmetik steht hier auch ernsthaft drauf, ne? Ich bin jetzt kein Kind, aber das Rouge würde ich auf jeden Fall ganz gerne in meinen Full-Face-Beauty-Boxen mit reinnehmen. Okay, wir gucken uns das jetzt mal unterschiedlich an. Lips, da haben wir dieses Shimmering White. Also das kann ich auch ins Full-Face-Beauty-Boxen mit reinnehmen. Das ist so ein kleines Tiegelchen mit 5 Gramm, ne? Das ist dann wie so ein Lippenbalsam hier drin. Dann haben wir was für die Augen. Das wird dann wahrscheinlich eher in mein Monolidschatten-Adventskalender reinkommen. Ist in Blue Eyes, also wirklich in so einem schimmernden Blau, weil ich verwende ja nicht wirklich Monolidschatten, es sei denn, es sind so ganz aufregende Geschichten. Und so einen schimmernden Blauton habe ich auf jeden Fall auch schon in einer Palette so mit drin, ne? So, aber den letzten hier, den finde ich, upsala, ganz interessant, weil das ist halt ein Blush oder ein Rouge vielmehr in der Farbe Shimmering Pink. Das ist halt, ne, hier das Pöttchen. Okay. Kinderschminke in der Fairy Box finde ich sehr, sehr interessant. Also das kommt auf jeden Fall in das Full Face Beauty Boxen. Das werden wir zusammen ausprobieren. Das hat auch wirklich einen Schimmer mit drin. An und für sich finde ich es geil, dass wir hier wirklich so ein Dreier-Set Schminke quasi drin haben. Aber so das als Kinderschminke dann auch zu... Ich finde es schwierig. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Aber ich finde sowas einfach schwierig. Ne? Einerseits, weil Kinderschminke auch immer so einen Touch von Billo-Gedönsen hat. Andererseits, weil ich... Also... Ich als junges Mädchen fand das scharf, dass es sowas gab und habe das verwendet. Ich aber als jetzt bald Mama von vielleicht einem Mädchen, weiß ich ja noch nicht, ne? Oder vielleicht einem Jungen, weiß ich auch nicht. Weiß nicht. Explizit Kinder. Ich finde das schwierig. Ich finde das gerade richtig schwierig. Oh mein Gott. Ja, ne? Es hat schwierig. Schwierig. Naja, auf jeden Fall ist es hier drin. Teilweise wird es ausprobiert, teilweise wird es weitergegeben. Und das war jetzt die Box, die ich an und für sich gut finde. Also interessante Produkte, die man so durchtesten kann. Für mich eigentlich das Highlight dieses Dreier-Schminke-Set. Definitiv, aber auch wenn es schwierig ist. Diese Sonnencreme finde ich interessant. Die Seife ist einfach intensiv, muss ich sagen. Ansonsten war es wieder eine coole Box, ne? Hier steht auch, wieder eine ganz aufregende Kiste. Fairy Box ist da ein bisschen anders. Die schreiben direkt auch den Gesamtwert hier drauf. 62,58. Wenn man bedenkt, 19,90 € zahlst du für die Produkte oder für die Box, ne? Schnapper. Easy. Das ist der dreifache Wert, ne? Kannst du nichts zu sagen. Und ja, also ich finde die cool. Bin gespannt auf den nächsten Monat. Und ich fand die einfach diesen Monat sehr überraschend. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Inhalt, der hängen bleibt. Ne? Also nicht, wo du jetzt auspackst und so, ja, schon wieder dies, schon wieder das, tüdelüdelü, sondern wo man sich halt einfach nochmal dran erinnert und weiß, ja, okay, das, ne, war eine etwas speziellere Fairy Box diesen Monat. Wie immer, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare rein. Und das war's hier von mir. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten, meine Ringe haben sich fast verhakt hier gerade. Das wäre aber crazy. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!